David Wagner hat mit Huddersfield Town vor der Saison als Absteiger Nummer 1 gehandelt, den Klassenerhalt in der Premier League geschafft. Für den Deutsch-Amerikaner ist das ein Wunder. Als die Sensation perfekt war, gab David Wagner noch an der Stamford Bridge den Partybefehl. Jetzt wird gefeiert, sagte der 46 Jahre alte Trainer von Huddersfield Town inmitten jubelnder Spieler und Fans nach dem 1:1, 0:0 im Nachholspiel beim FC Chelsea glückselig. Zuvor hatten ihn seine Profis in die Luft geworfen. Mit den Terriers als krasser Außenseiter in die Premier League gestartet, schaffte Wagner bereits am vorletzten Spieltag der Saison den Klassenerhalt. Das ist ein Wunder. Für mich ist das die Steigerung und auch höher anzusiedeln als der letztjährige Aufstieg, weil du diese Dichte an hochklassigen Managern und Topspielern in dieser Liga weltweit nirgendwo findest, sagte der gebürtige Frankfurter. Das hat etwas Märchenhaftes. Man habe eine realistische Herangehensweise gehabt, führte Wagner weiter aus. Wir haben diese Underdog-Rolle akzeptiert und angenommen. Wir sind mit Rückschlägen sehr entspannt umgegangen, weil wir wussten, dass uns das passieren wird. Die Underdog-Story findet jeder cool, das hat etwas Märchenhaftes. Zumal der kleine Verein aus der Grafschaft Yorkshire irgendwie so gar nicht in die superreiche Premier League mit seinen Stars und Sternchen passt. Die Terriers mit ihren 7 deutschen Profis um Christopher Schindler haben den niedrigsten Etat der Liga in Höhe von 30 Millionen Euro. Wo andere Clubs eine Ansammlung von Superstars haben, muss Huddersfield zwangsweise auf das Kollektiv setzen. Wagner heiß begehrt, so eine Erfolgsgeschichte weckt Begehrlichkeiten. Wagner, der bis 2015 Borussia Dortmund 2 trainiert hatte und seit dem Aufstieg 2017 Heldenstatus in Huddersfield genießt, wird aktuell bei Eintracht Frankfurt als Nachfolger von Niko Kovac gehandelt. Zudem soll Ligakonkurrent Leicester City starkes Interesse bekundet haben. Wagner hält sich noch alles offen. Er nehme das wahr, könne aber eine seriöse Aussage dazu nicht tätigen. Ich wusste kürzlich doch gar nicht, in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen. Soll ich sagen, ja, auf jeden Fall? Soll ich sagen, ich weiß es nicht? Soll ich sagen, Stand jetzt. Bei Wenger Abschied in der ersten Reihe, er wisse aber sicher, dass ich so viel Spaß an dem Club habe und dass er nach Saisonschluss mit Besitzer Dean Hoy wie letztes Jahr konkret Gespräche führen werde. Dann werde man, so Wagner, gemeinsam ausloten, was können wir mit diesem Club machen? Wie können wir es machen? Wir setzen uns hin und werden zusammen eine Entscheidung treffen. Doch noch steht das Finale am Sonntag gegen den FC Arsenal an. Für die Terriers wird es im heimischen John Smiths Stadium vor 24.500 Fans ein Schau laufen. Dass ausgerechnet Gunners Teammanager Arsene Wenger in Huddersfield seinen letzten Auftritt hat, ist für Wagner etwas Außergewöhnliches. Leider, so fügte er verschmitzt an, wird sein letztes Spiel hoffentlich nicht so erfolgreich sein. Dafür werden wir alles tun. The lads left their hearts out that night. We believed in each other from the first day and that's what it's about. I'm proud to be part of this team and the history of this club. Thanks to every single fan out there for the support throughout the season. Life has no limits. pic.twitter.com/7ang5l1sj Colin @ColinKwana, 9. Mai 2018.